nicht mehr. Genau, erzählt vielleicht mal kurz, was euch hierher gebracht hat. Christoph, du warst ja schon in der anderen Podcast-Panel-Session dabei. Ich denke, für dich ist Follow-up spannend, oder? Genau, und ich finde ja dieses Podcast-Paten-Konzept toll. Also von daher hat es mich dann natürlich auch direkt von der einen Podcast-Session jetzt in die nächste getrieben. Ja. Und Frank, bei dir, was treibt dich hierher? Genau das auch. Also ich war gerade auch in der anderen Session, weil es bei mir darum geht, ich bin bislang privat Podcast-Fan, höre regelmäßig Podcasts und möchte das gerne in unsere Firma einbringen. Habe schon so 2, 3 Leute gefunden, die mitmachen. Als erstes sind natürlich so die Hürden genannt worden, warum es nicht geht und IT-Sicherheit und. Und dann habe ich gesagt, nee, davon will ich mich nicht abschrecken lassen. Ich kenne genügend Leute, ich habe ein Netzwerk, ich kann da mal nachfragen. Und genau das verstehe ich, glaube ich, auch unter diesen Podcast-Paten, Patin oder auch der Leitfaden von Leonid. Also alles das werde ich mir zu Gemüte führen und bin immer noch guter Dinge, dass das irgendwie machbar sein muss. Ja, dann stelle ich offen die Frage in die Runde. Ich würde jetzt die Session so machen, dass wir dich kurz abholen, was auf der Session im Audio BC 21 Barcamp passiert ist, weil da hat man schon mal drüber gesprochen, dass du das so weißt und dass wir dann konkreter überlegen, wie man Podcast-Party-Netzwerk in eine Organisation bringen können. Außer ihr sagt, 3 Leute ist uns zu wenig, wir gehen lieber in eine andere Session. Das ist einfach als Entscheidung jetzt am Anfang. Nee, mir wäre das sehr wichtig, also wenn das für euch auch okay ist, klar. Ja. Okay, Moment, dann würde ich mal hier kurz teilen. Ich packe auch, weil dann kannst du da auch schreiben oder ihr könnt beide schreiben. Ich weiß nicht, ob du den Link noch hast. Ich packe in den Chat mal kurz den Link zu diesem Pad. Das war nämlich nicht das Pad, was wir verwendet haben jetzt in dem Venueless, sondern ein Pad von uns. Aber das soll uns ja nicht aufhalten. Genau, also vielleicht das würde ich kurz abholen, Frank. Am 29. April gab es ein Audio-Only-Barcamp und da habe ich schon mal eine Session gemacht zur Podcast-Party in den Netzwerken. Und zwar bin ich jetzt relativ lang schon in dem Podcast-Party-Netzwerk vom Sendezentrum. Das ist so die deutschsprachige Podcasting-Community. Na, und da gibt es hier, weiß gar nicht, wie lange es das gibt. Das ist so fließend entstanden. Ne? Wir haben festgestellt, es gab so dieses Jahresevent, das hieß mal Podlove Publisher Workshop und dann später Subscribe. Ne? Und da sind so neben den alten Hasen auch immer so Newbies aufgetaucht, ne? Die dann so die typischen Fragen hatten, welches Format ist geeignet, welches Mikro brauche ich, wie lang darf ein Podcast sein, ne? Wo natürlich jeder auskunftsbereit war und wir dann aber irgendwann mal gesagt haben, das macht Sinn, da so eine Gruppe von Leuten zu haben, die da so ein bisschen sich drum kümmert um die Neuen, ne? Oder Leute, die halt was machen wollen. Hat dann auch dazu geführt, dass im Sendegate.de ist so die deutschsprachige Podcasting-Community-Plattform, da gibt es diesen Einstiegspunkt Podcast-Party nennen, gibt es auch so ein Starter-Kit, ne? Und dann können da Leute so Suche, Biete, ich brauche Hilfe und so weiter machen. Es ist wie so ein Marktplatz, so ähnlich wie so ein Circle-Marktplatz, aber halt eher für, ich brauche jemanden, der mir hilft. So ähnlich wie bei, da haben wir uns auch viel abgeguckt, Wikipedia-Mentorenprogramm. Ja, das Mentorenprogramm ist so aufgebaut, dass wenn du jetzt, was ja die meisten heute auch immer noch sind, eher Wikipedia-Leser sind und mal auf die Idee kommen, Mensch, ich würde gerne da auch mal was schreiben. Ja, da machen viele die Erfahrung, dass du schreibst was rein und sofort löscht es jemand, weil du irgendeine Regel nicht beachtet hast oder so, was ziemlich frustrierend ist. Und so ähnlich ist es, wie wenn man mit vollem Elan irgendwie an die Podcast-Aufnahme geht und hat ein tolles Gespräch und die Aufnahme ist scheiße, weil man irgendwie einen Audiorekorder falsch eingestellt hat oder so. Ne? Und das wollen wir eben damit so ein bisschen abfedern. Genau, und da hatte ich halt drüber gesprochen, ne? Da steht es auch, 1:1 Unterstützung entsprechend des Mentorenmodells der Wikipedia. Na, dann haben wir mal so ein bisschen gesammelt, was es alles schon gibt. Also ich habe erzählt, ich bin ja recht viel bei Audio unterwegs, ne? Wo es eben angefangen hat mit, wir zeichnen mal von Barcamp-Sessions auf, dann sind die ersten Führungskräfte auf die Idee gekommen, nicht mehr ihre Quartals-Newsletter per PDF zu verschicken, sondern die als Audio-Podcast zu machen.
Und dann war so, fand ich, der Durchbruch dort, dass die Strategiekampagne 2020 eben als zentrales Element so einen Podcast auch gehabt hat, ne? Und auch der Audi-Mitarbeiter-Podcast mittlerweile öffentlich auf Podigy ist, ne? So Automobilkonzerne sind ja eher verschlossen, ne? Und dazu sagen, wir tun unseren Mitarbeiter-Podcast so stellen, dass alle Menschen, die das interessiert, das hören kann. Das war ein schönes Signal. Ne? Ähnlich gab es bei Schaeffler so eine Community, wie ich ein bisschen berichtet habe. Und den Leitfaden, ne? Der Podcasting-Leitfaden ist ja so entstanden, dass ich bei Firmen so machen wir so Eintages- oder Zweitages-Workshops, ne? So von Zero to Podcast. Also man sagt, früh kommen die Leute, kennen vielleicht nur den Begriff Podcast, können sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie das selber machen können. Ne? Und am Ende des Tages haben sie 2 Episoden fertig aufgenommen und geschnitten. Mhm. Vielleicht sind es noch nicht die, die sie veröffentlichen, aber sie haben quasi am eigenen Leib erfahren, dass sie das durchaus selber auch tun können. Ne? Und dann war der Benedikt noch da, der hat erzählt, der tut auf seinem Podcast unter benediktpape.de Teile von dem Siemens Phases of Transformation Podcast veröffentlichen. Und der Alex Wunschel hatte noch Podcheck empfohlen. Mhm. Das ist so ein, weil viele gefragt haben nach Behind the Scenes, ne? Das ist so ein Podcast, wo Corporate Podcasts zerpflückt werden, aber eher so diese Podcasts, die nach außen gehen. Ja? Das, was so aus dem Marketing-Kontext oder Branding-Kontext kommt. Na, dann hat man drüber gesprochen, welches Material gibt es eigentlich für so Podcast-Partner-Netzwerke? Ne? Da gibt es im Leitfaden eine umfassende Literaturliste, der Leitfaden selber. Die Sketchnote, das ist auch der Dirk Prims, der hatte mal für diese Subscribe-Events, weil wir immer wieder gleichen Sachen erklärt haben, hat er so eine Sketchnote gemacht, Podcast in a Nutshell. Ne? Und die geht quasi mal so komplett durch, was man da alles braucht mit Mikrofonen und Richtcharakteristik und Zoom H6 und so weiter. Und der Großteil der Bebilderungen in dem LernOS Podcasting Guide sind einfach Ausschnitte aus der Sketchnote. Ne, genau, ja, da geht es so weiter. Blog von Leonid natürlich, gibt es noch ein paar andere Blogs. Dieses. So, und dann haben wir es immer rangegangen und haben gesagt, das war dann der kreative Teil der Session, ne? Wie kann man internes Podcast-Partner-Netzwerk organisieren? Was braucht man, was fehlt? Ne, da war erstmal die Frage, ist es überhaupt eine gute Idee? Da war so Konsens, ja, kann man schon gebrauchen. Da haben einige auch erzählt, jetzt kommt gerade Stream bei uns. Bisher hatten die Mitarbeiter gar keine Chance, überhaupt Medien zu veröffentlichen intern. Ne? Und jetzt geht es auf einmal, jeder hat einen Terabyte Speicherplatz. Also so Tenor war, gute Idee. Ne? Was braucht man für den Start? Da war dann schon so der Gedanke, ein Paket, mit dem man loslegen kann. Ein Raum vielleicht dann im physischen. Da hatte ich ein bisschen erzählt, wir haben bei Adidas Learning Campus damals so ein Media Lab gehabt, ne, wo Teil von Coworking Space immer auch ein Schrank war mit Equipment, wo ich dann ein Headset habe und ein Audio-Interface und ein USB-Stick mit Schneidesoftware drauf und so. Na, und dann haben wir hier auch eine Liste gesammelt von, was fehlt eigentlich. Ne, angefangen bei Vorbildern, Erfolgsgeschichten, jemand, der so Generalist, das ist eigentlich so die Beschreibung von so einem Podcast-Paten. Ja, jemand, der jetzt nicht nur der Technik-Nerd ist oder nicht nur Storytelling kann, sondern so ein bisschen rundum die Leute auf die richtigen Schienen setzt. Genau, Beispiele, was es gibt, da wollen wir jetzt auch anfangen, quasi so Übersichten mal zu machen, zu fragen. Ne? Der Leonid hat ja gemeint, er kann auch gucken, dass man aus dem VW, die haben intern auch so eine Podcast-Plattform aufgebaut, die so ein bisschen Spotify-ähnlich aussieht auf Wiki-Basis, dass man da ein paar Screenshots kriegen, wie das aussehen kann. Und das war dann auch lang diskutiert, dass man die Leute auf so eine Schiene setzt, ziemlich schnell loszulegen. Ne? Also gar nicht groß drüber nachzudenken, kaufe ich mir das weiße oder das rote Audio-Interface, sondern auch zu sagen, auch wenn du nur mit dem Smartphone startest, ist das vielleicht schon ein ganz guter Ausgangspunkt. Ja, und dann das Letzte war dann, wie kann man sowas intern organisieren? Ne? Also sprich, wie setze ich das auf? Eine Community machen zum Beispiel, dort die Links reinpacken. Workshops anbieten regelmäßig, interne kleine Barcamps vielleicht machen. Da hatte ich auch ein bisschen berichtet, im Podcast-Party in dem Netzwerk, da haben wir dann auf den Konferenzen und Veranstaltungen, auch Republika und so, immer so einen Podcast-Tisch, wo dann einfach ein Audio-Interface steht und Headsets stehen, wo man das einfach mal ausprobieren kann. Und da war auch nochmal ganz großes Thema Vorbilder oder Zugpferde, Leuchttürme, Manager, die sowas machen, damit einfach dieses Thema Podcasting vielleicht genauso natürlich ist für Wissenstransfer wie PowerPoint-Dateien verschicken. Ja, und dann hat man eben noch gesammelt, wer hätte Lust, da dran zu bleiben. Da haben einfach haben die Leute ihre E-Mail-Adresse unten hingeschrieben. Ne? Ich habe gesagt, wenn
LostCon vorbei ist, würde ich mal gucken, dass man vielleicht vor der Sommerpause oder dann gleich nach der Sommerpause mal so einen Auftakt macht und sagt, okay, was sind denn so konkrete Sachen, die wir jetzt anpacken können oder Materialien, die wir erstellen können, die dann solchen Podcast-Party-Netzwerk helfen, zusammen mit dem Lernus Podcasting Guide und um damit Erfahrung zu sammeln. Mhm. Das war so der Stand danach. Ist die Katharina noch dazu gekommen? Hi. Hi, genau. War zuerst der erste Session, aber da fehlt irgendwie der Björn Schotte. Echt? Okay. Ja. Der hatte ich konnte mich eh nicht entscheiden, von daher so ist die Entscheidung gefallen. Ja, genau, die Entscheidung kommt von außen. Genau. Genau. Wir haben am Anfang so kurz gefragt, wer warum hier ist. Vielleicht sagst du auch gerade noch einen Satz dazu. Ja, warum bin ich hier? Also ich das Thema Podcasting, das geistert so schon seit einiger Zeit bei uns immer wieder durchs Unternehmen und wir sind irgendwie gerade an so einem Punkt. Es passiert unglaublich viel in Podcasting, in verschiedenen Projekten, die wir in der GIZ machen. Davon wissen wir intern aber meistens nichts. Ne? Das heißt, das machen die Vorhaben bei uns in den Ländern. Die teilen sie mit den Projektpartnern vielleicht noch oder mit der Community in dem Land, in dem sie sind. Aber es fließt relativ wenig in die GIZ zurück. Das ist bei uns immer das Problem, weil wir so ein projektorientiertes Unternehmen sind, dass es uns relativ schwer fällt, die Projekte dazu zu bewegen, das Wissen irgendwie wieder zurückzutragen. Was mir halt aufgefallen ist beim Thema Podcasting, ist, dass das immer dann funktioniert, wenn man so übermotivierte Leute hat. Und das ist ja eigentlich eine total tolle Sache, um so ein Podcast-Netzwerk aufzubauen. Ich spüre dort mehr als bei anderen Themen, dass da wirklich Leute dahinter stehen, die das in ihren Projekten treiben und die eigentlich auch Bock drauf haben, das weiterzuführen. Genau, da waren wir jetzt gerade also so in ein paar Gesprächen. Ich habe so 4, 5 Leute da bisher, die ich da irgendwie aufgesammelt habe, die das Thema so in ihrem Fachbereich oder in ihrem Projekt irgendwie vorantreiben. Und wir sind dann jetzt so gerade an dem Punkt so, ja, was tun, was machen wir jetzt damit? Braucht es eine interne Plattform, wo man die Dinger findet? Braucht es ein Netzwerk? Was ist jetzt so ein bisschen der erste Schritt? Ja. Ja, dann dachte ich, das mal bei der Session über den Leitfaden ja immer ganz gut aufgehoben. Genau, der Leitfaden war die Session davor, ne? Der Leonid, die haben über den Leitfaden gesprochen und ich dachte mir, ich lege die Session zu dem Podcast-Party-Netzwerk danach, weil die Leute, die sich dann dafür interessieren, da quasi als Follow-up rein können. Genau. Bin mir sicher, es nehmen was mit. Genau. Jetzt weiß ich nicht, von der Vorgehensweise, ich würde mal vorschlagen, dass wir die Fragen, die wir da hatten, vielleicht einmal gucken, ob ihr da Ergänzungen habt, also auch eure Meinung, ob sowas wie so ein Multiplikatoren-Netzwerk für das Thema Podcasten überhaupt eine gute Idee ist, was ihr denkt, was man braucht, was hier vielleicht noch nicht steht, was fehlt. Und dass wir dann vielleicht so einen Tick konkreter gucken, was wären denn jetzt genau so ein erster Schritt, was man erzeugen könnte, also wäre sinnvoll, so eine Landingpage für das Thema Podcasting in der Organisation mal zu gestalten als Template oder ein Community-Konzept, wie das aussehen könnte, oder braucht man eine Hardware-Software-Liste? Also was sind so die Sachen, wo jemand sagen könnte, okay, nehme ich mal und probiere mal die Idee Podcast-Party in ein Netzwerk aus bei mir in der Organisation. Wäre das ein Gedanke jetzt für die Session? Ja, ja. Mhm. Ich mache mal ganz kurz die Tür zu, ich bin sofort wieder da. Ja. Warte mal, dann machen wir mal eine andere Farbe, dass ich hinterher weiß. Warum darf ich keine andere Farbe? Zip. Ach so, weil ich hier jemand anderes bin. Okay. Ja, ist egal. Genau, also ich mache mal, das heben wir mal ein bisschen vor. Ich mache mal die Sachen, machen wir mal anders. Ich mache die mal. Da geht überall JavaScript nicht scheinbar. Dann machen wir das so. So geht es nämlich. Genau. Also vielleicht erstmal gefragt, jetzt somit, ich habe ja mal geschildert, was ein Podcast-Party-Netzwerk ist. Was denkt ihr? Ist das was man brauchen kann? Ist das eine gute Idee? Oder würde ich sagen, eher nicht? Oder kann man eher eine andere Struktur andocken? Oder was sind da so eure Gedanken dazu? Also ich könnte ja so aus unseren Erfahrungen so ein bisschen berichten dazu und vielleicht kommt man da ja auf den Punkt. Also wir haben bei SAP schon so ein paar freie Podcast-Radikale immer rumlaufen gehabt, sage ich mal, die auch weltweit verteilt waren. Also da waren in den USA oder in Brasilien Leute, die haben ganz viel gemacht. In Indien war jemand,
Die haben das sehr unterschiedlich gemacht. Also manche haben was geskriptet und dann roboterartig abgelesen. Andere haben eine ganz tolle Show da abgeliefert. Und so ist das Thema so jahrelang da rumgegeistert. Und es ging eigentlich immer um Wissenstransfer in irgendeiner Form. Also Wissenspodcast war das Ganze. Und dann haben wir das eben bei OpenSAP, was so unser kostenloser, freier Lernansatz ist mit MOOCs und Microlearning und jetzt eben auch Podcasts, das Thema versucht so ein bisschen konsolidieren und jedem, der das will, eine Möglichkeit und eine Plattform zu bieten, Podcasts selber zu produzieren oder produzieren zu lassen von uns. Also wir haben mittlerweile einen richtigen Service end-to-end aufgebaut. Und das Ganze eben auch nach draußen in das gesamte Ökosystem oder auch nur intern zu publizieren. Und da haben wir so die Erfahrung gemacht, dass die meisten das Thema Podcast schon on top auf ihre normalen Aufgaben machen. Und wenn sie dann noch in so einer Struktur aktiv werden sollen, dann ist es vielleicht schon so ein Tick zu viel verlangt. Die würden gerne, aber sie schaffen es zeitlich nur schwer. Und wir haben deshalb jetzt auch im SharePoint, wo man dann auch solche Formulare hat für diesen Service, wo man seinen Podcast beantragen kann, da haben wir eben auch reingebracht, so How to Podcast, also so ein paar grundlegende Guides und auch ein bisschen Erfahrungsberichte. Und dann wollten wir jetzt eben, oder ich bin jetzt gerade da dran, auch unter Zuhilfenahme von dem Podcast-Leitfaden, den hier ja auch im Wesentlichen der Leonid gemacht hat, wir haben so eine Digital Heroes Plattform. Da können einfach Mitarbeiter bei SAP können, wenn sie sagen, ach, hier zu dem Thema stelle ich mal mein Wissen bereit. Und dann kann man das ist dann sehr stark gamifiziert. Das sind immer solche Learning Missions. Und da produziere ich jetzt ein Video und eine kleine Einführung und was man so alles braucht. Und als letzten Part in der Mission wäre dann eben so ein One-to-One-Coaching von irgendwie einer Stunde, wo man sich eben mal virtuell oder vor Ort, je nachdem, zusammensetzt und mal das Ganze durchgeht und bespricht. Und dann haben wir auch dieses Podcast-Canvas vom Leonid, der auch hier in dem Leitfaden ist, da übernommen und dass man das mit den Leuten dann einfach gemeinsam auch nochmal durchgeht. Also das ist so im Moment der Ansatz. Nehmt ihr das PDF vom Leonid, was er aus seinen Blogbeiträgen gemacht hat, oder den LernOS Podcasting Leitfaden? Weil das im Moment noch zwei verschiedene Sachen. Ich hatte jetzt das von dem Leonid, aber das aus dem Podcast-Leitfaden habe ich auch schon gesehen. Also ich habe es jetzt noch nicht fertig. Ja, nur Interesse halber. Aber das muss ich noch irgendwie gucken, welches wir dann am Ende nehmen. Also ich habe beide da quasi auf dem Tisch liegen, auf dem virtuellen. Und aber das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Dieses Tool ist sehr gut geeignet, damit die Leute auch so ein bisschen ihre Gedanken im Vorfeld sortieren können. Ja. Aber es ist eben dann wichtig, dass man noch so ein 1:1-Coaching hat. Und das machen dann ein Kollege aus dem OpenSAP-Team, der auch Tontechniker ist, also der so eher der Nerd in der Tonecke ist. Und ich habe ein bisschen mehr den Gesamtüberblick, dass wir uns das dann so ein bisschen aufteilen wollen, wenn Interesse da ist. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen, ob, wenn das Interesse so groß ist, dass, dass wir das nicht stemmen können, dass man das vielleicht noch um interessierte Leute erweitert. Ja, da steckt jetzt schon was Wichtiges drin. Podcast-Service heißt ja schon recht formalisiert und da muss Ressource da sein, da muss sich jemand drum kümmern. Was denkt ihr denn zu dem Thema? Brauche ich das quasi immer? Also brauche ich immer einen Service mit Service-Owner dahinter oder kann man sowas auch selbst organisiert angehen? Oder habt ihr es am Anfang selbst organisiert gehabt und erst später ist es ein Service geworden? Also bei uns war es so, dass dass wir relativ schnell Anfragen hatten
von Teams oder Mitarbeitern, die gerne einen Komplett-Service in Anspruch nehmen würden, die eigentlich sich nur auf das reine Podcasten konzentrieren möchten und der ganze Rest soll dann eben als Service ablaufen. Und die wollen sich wirklich aufs Inhaltliche und auf die Performance dann vor dem Mikrofon kümmern. Ja. Und denen wollten wir dann eben auch das bieten. Da muss der Organisation dann schon sehr bewusst sein, dass sie muss wollen, dass es Podcasts intern gibt quasi, ne? Dass man diese Ressource auch freigegeben bekommt dafür. Genau, und da waren wir bei OpenSAP, hatten wir von den beiden, die das gegründet haben, sage ich mal, und ins Leben gerufen haben, die sind begeistert von der Podcast-Idee und haben das dann auch gleich mit aufgenommen und vorwärts getrieben. Und wir sind jetzt ein virtuelles Team aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten, die eben das Ganze da machen, auch als Service eben und neben anderen Aufgaben natürlich. Und wir haben mittlerweile 25 Wissenspodcasts auf der Plattform live und das ist alles mit WordPress und Podlove, also mit Open Source, so und ich sag mal deutsche Podcast-Community entwickelte Tools aufgesetzt und klappt sehr gut. Und die werden zum Beispiel auch den meisten Anforderungen, die aus dann unseren internen Teams kommen, die auch oft sehr hoch sind, da habe ich auch gestaunt, sowas wie Kapitelmarken unterstützen und all solche Sachen. Das ist also, hat sich da sehr gut bewährt und entwickelt. Und deshalb konnten wir uns, weil wir eben guten Sponsor haben, da der ein Interesse dran hat und Potenzial in dem Thema sieht, konnten wir uns das leisten, das so zu machen. Aber manche wollen auch sagen, nee, wir wollen einfach nur dann euch die fertige Episode mit Metadaten und allem geben und ihr könnt das dann für uns vielleicht noch publishen oder so. Guter Sponsor heißt, wer ist das bei euch? Das ist bei uns OpenSAP und quasi die Unit, die das OpenSAP-Thema vorantreibt und auch aus deren Budget wird das Ganze dann gestemmt und ich bin noch zusätzlich dabei. Also ist das ein bisschen anders. Also ich finde es einen total spannenden Punkt. Und ich denke so, ja, das wäre cool. Also ich glaube so die Message, die bei uns momentan immer kommt, ist also, ne, alles, was mit Wissen und Lernsammlung nett, schön, dass ihr das macht. Wir lassen euch die Freiräume, aber Geld gibt's keins, ne? Und Ressourcen gibt's keine. Also das ist die Situation momentan. Bei mir ist eigentlich immer so, dass ich dann gucke, wo finde ich denn, wo kann ich denn fündig werden, ne? Es ist also in der Projektlogik so, dass bei uns, wir haben immer zentral sehr, sehr geringe Budgets, aber die Projekte haben teilweise sehr hohe Budgets, sodass, glaube ich, in der Realität ist es dann einfacher, dass die externe Services da in Anspruch nehmen, wenn sie die internen Kapazitäten nicht haben was da bei uns dann nachgefragt wird, ist, kannst du mal 4, 5 Firmen empfehlen, die bei der Produktion von einem Podcast unterstützen können? Das wird dann gerne nach draußen gegeben. Wobei ich eigentlich die Idee, das intern zu verankern, so schön fände. Mir schwebt ja immer noch vor, immer mal sowas zu machen, wie das IOC gemacht hat. Die haben ja wirklich jedes Mal, wenn die haben nicht Podcasts, sondern Videos gemacht, immer wenn eine Stadt die Olympischen Spiele ausgerichtet hat, so strukturierte Interviews hinterher gemacht, ne? Die du dann in der ganzen Bibliothek durchsuchen kannst, transkribieren kannst und da über die Jahre eigentlich aufbauen. Was sind die Erfolgsfaktoren im Aufsetzen von Olympischen Spielen? Das ist immer so, wenn ich ein Budget hätte, würde ich das total gerne machen, nicht mit Video, aber mit Audio. Aber genau, also so bei uns ist es dann eigentlich eher genau die Frage nach externer Unterstützung, die relevanter ist. Es ist realistischer momentan. Was ich nochmal, ich fand gerade, du hast es so schön gesagt mit den freien Radikalen, oder wie hast du die genannt? Die freien Podcast-Radikale. Ja, freie Podcast-Radikale. Ja, das ist nämlich auch so ein bisschen das, was ich meinte, ne? Das mit den übermotivierten Leuten, ne? Ich glaube, das entspricht so ein bisschen der Natur der Podcastler, ne? Dass die da auch mit hoher Eigenmotivation bei der Sache sind. Und ich glaube, also, ich weiß jetzt nicht, weil es nicht da ist, ihr vorgestellt habt, so die Rolle von so einem Podcasting-Programm, aber was die halt total gerne
machen oder auch sich dann von uns wünschen, ist eben andere Leute finden. Ne? Also die haben bislang, glaube ich, noch keine Community. Also nicht, dass ich wüsste, man weiß das ja auch nicht immer so genau. Aber ich glaube, dass die Offenheit dafür relativ groß ist und dass die sich auch über jeden freuen, den sie auch noch vom Podcasten überzeugen. Also rein auf der Motivation und dem Missionarsgeist, glaube ich, ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache. Also ich habe in wenigen Netzwerken oder so eine Begeisterung so irgendwie erlebt, dass man die Dinge auch gerne weitertragen möchte. Ich glaube, das ist ziemlich fruchtbar dafür. Genau. Ja. Du meinst, das wär ein Potenzial, dann sozusagen mit den Begeisterten einen community-basierten Ansatz zu machen, wo man sagt, die fügt man ein Netzwerk zusammen. Wenn man keinen zentralen Service hat, könnte man auch mit einem Podcasting-Netzwerk oder Community losziehen. Ja, wobei dann also wirklich die Produktion von den Podcasts anderer zu übernehmen, also ich glaube, da würde wahrscheinlich die Bereitschaft aufhören. Ne? Das ist, ich glaube, so eine Unterstützung, ne? wie kann ich denn das machen, was sind gute Kontexte, ich habe hier, was ist ein gutes Mikro, also so eine, wie baue ich denn so ein Thema auf und sowas oder vielleicht auch so einen Mentoren, ich mache meinen ersten Podcast, kannst du mich da mal begleiten, das kann ich mir alles gut vorstellen, aber wirklich an die Produktion zu gehen, ich glaube, das ist dann das Stück Arbeit, wo man sagt, nee, also weißt du, ich habe auch noch einen Job. Ja, aber das ist ja, ich habe in Klammern mal geschrieben, Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also man bringt den Leuten nicht den Fisch, sondern bringt ihnen das Angeln bei. Weil sonst ist ja auch, wenn das Thema Podcasting abhebt und man ist derjenige, der dann alle zwei Wochen für irgendeine Einheit einen Podcast produziert, das skaliert dann nicht. Ne? Ich kann ja nicht für beliebig viele Leute die Podcast-Produktion übernehmen. Nee, also auch sowas können ja manchmal so Services entstehen, ne? Aber das sind dann halt auch Glücksumstände. So. Also so, ich weiß nicht, bei uns sind gerade Zeiten knapper Kassen, aber das kann sich auch mal ändern. Ne? Aber das ist natürlich dann auch, ja, also das habe ich auch schon gesehen, ne? Dass sich halt auch so aus der Nachfrage auch plötzlich eine Rolle ergibt. Ne? Und plötzlich hast du jemanden, der Podcast zuständig ist. Ja. Habt ihr, Christoph, bei euch, bei den 25 Podcasts, sind da welche, die auch extern produziert werden oder macht ihr die alle intern? Nee, die werden alle tatsächlich intern produziert. Und ja. Also zu dem Thema, was du angesprochen hast, mit der Zeit auch, die man hat, um selber zu helfen. Zum Beispiel, also ich gebe mir relativ viel Mühe, die Podcasts so zu schneiden, dass sie vielleicht so ein bisschen komprimierter sind, aber dass auf keinen Fall das Gespräch oder gar irgendwie inhaltlich irgendwas verändert wird. Und das sind so Sachen, die kosten auch immer Zeit. Und deshalb sind wir zum Beispiel dabei, auch den Gesamtprozess so zu optimieren, dass der Aufwand eben geringst möglich wird, dass wir eben auch skalieren können, wenn wir, was weiß ich, 50 Podcasts jetzt hätten, anstatt der 25. Und da haben wir zum Beispiel, das fand ich jetzt einen ganz spannenden Ansatz, mit dem wir gerade experimentieren. Also es wird in so einem Podcast aufgenommen. Da haben wir dann auch den einen Kollegen, der diese Aufnahmen macht. Und dann wird das Ganze auf einen Transkribierungsservice auf Sonics raufgeladen. Und dann macht jemand den Review davon. Und wenn jemand jetzt so ein paar S oder irgendwas raushaben will, kann er die in dem Text quasi, in dem Transkript, kann man das dann rausschneiden oder auch mal irgendwie eine Frage oder so, wenn man die ganz raushaben will, weil der Podcast nur 10 Minuten lang sein soll oder so. Also da macht dann jemand so die Editorial-Arbeit da dran im Text. Also braucht keine Skills in Sachen Audio-Software. Und dann macht Sonics quasi einem den Grobschnitt von dem Ganzen. Also dann kriegt man schon alles, was man da raus einfach rausgelöscht hat oder so, kriegt man dann eben schon als Rohschnitt. Und das wird dann nochmal überarbeitet und dann publiziert. Also das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema, wo wir eben versuchen, wie können wir den Gesamtprozess so vorwärts bringen, dass wir eben möglichst viel Zeit haben, um uns um die Leute, die einen Podcast machen wollen, eben auch direkt kümmern zu können. Vermutung, Sonics funktioniert mit Englisch gut und mit Deutsch noch nicht so. Oder geht es in Deutsch auch gut? Sagen wir mal so, mit Englisch funktioniert es sehr gut, mit Deutsch funktioniert es gut, würde ich sagen. Mhm.
Aber es ist noch, der Thomas zum Beispiel hat eine ganz andere Art zu reden als ich. Und ich, wenn ich das dann mir jetzt angucke, dann sehe ich genau, wenn Thomas anfängt zu nuscheln, dann nuschelt Sonics mit. Und wenn ich irgendwie Worte verschlucke, so wenn ich zu schnell rede, dann macht es das eben auch. Also da kann man dann richtig schon solche Patterns, welche Probleme das hat. Aber angeblich entwickelt sich das auch weiter und fort. Und also es ist ein ganz spannender Ansatz, dieses Sonics. Und bietet eben viel Hilfestellung, wenn man eben nicht so 1:1 aufnehmen und direkt publishen, was ja die einfachste Version ist, macht. Ich habe mal noch, weil du hast, was kann ich, Bruce, was Christoph, jemand hat vorhin gesagt, dass Leute der Meinung sind, dass Podcasting so viel Zeit braucht zum Wissenstransfer oder so, ne? Also dass man dafür so viel Zeit braucht. Ich habe mal in Vorbereitung damals für den Podcasting-Leitfaden mal so eine Übersicht von so Use Cases für internes Podcasting gemacht, ne? Also wie du sagst, Wissenspodcast oder Forschung, ne? Immer tut einen Überblick über Forschung geben, Schulungen, Kampagnen. Ne, und da habe ich so ein paar Beispiele, zum Beispiel, nehmen wir mal sowas wie Lessons Learned Podcast am Ende vom Projekt, ne, wo man den Leuten eigentlich ziemlich schön zeigen kann, wenn ihr euch hinsetzt und irgendwie einen Projektabschlussbericht schreiben wollt oder eine Lessons Learned Datenbank füllen wollt, wo die Kernerkenntnisse aus so einem Projekt rauskommen, da sitzt ihr aber viel länger dran, als wenn ihr euch mit dem Projektteam mal eine Stunde oder eineinhalb hinsetzt und darüber spricht, plus in dem Geschriebenen ist die ganze Emotion und die ganze Persönlichkeit und so weiter alles draußen. Das kriege ich da überhaupt nicht rein. Und so habe ich so ein paar Beispiele auch mit dem Führungskräfte-Newsletter. Da hatte ich es begleitet. Das heißt, ich wusste, wie viel die vorher in dieses PDF gesteckt haben mit Agentur und Bilder und Zuschnitt und Texten. Und da war halt irgendwie der Assistentin beizubringen, wie sie so einen Audiorekorder bedient und die Message von dem Bereichsleiter aufzunehmen und die 10 Minuten zu schneiden. Das war ein Bruchteil von der Zeit, die vorher verwendet haben. Na, und da habe ich das Gefühl, da würde ich euch jetzt kurz fragen, ob ihr das teilt vielleicht, dass man intuitiv denkt, das ist super aufwendig. Vielleicht, weil viele immer sofort an Videoproduktion denken mit Licht und Pudern und Mikrofon und Anzug anziehen. Und denen gar nicht bewusst ist, dass sie vielleicht sogar durch so ein Medium Zeit sparen im Vergleich zu dem, was sie vorher haben. Und ob es sinnvoll wäre, so eine Aufstellung vielleicht mal zu machen und das mal so aufzurechnen anhand von 1-2 Beispielen nebeneinander, ne? Wo man das vielleicht mal zeigt Leuten, die noch nicht selber gepodcastet haben. Ich fände das sinnvoll, weil ich glaube, das kommt auf jeden Fall. Also ich glaube, intuitiv hat man irgendwie ein Gefühl dafür, wie man schreibt. Ne? Also ich habe nicht so viel, also ich glaube, so, ja, man hat das Gefühl, oh Mann, jetzt nehme ich das auf, dann muss ich auch noch schneiden, dann muss ich irgendwie auch noch irgendwie einen Jingle vorne ransetzen, weil da viele Fragezeichen dahinter sind, wie mache ich denn das eigentlich? Und ich glaube, beim Schriftlichen gibt es einfach eine viel größere Routine bei einer viel größeren Anzahl von Menschen, die wissen, wie man das macht. Ne? Dann muss ich nochmal Bilder recherchieren und, sodass du die Zeit nicht so spürst. Und ich glaube, es sind so diese zwei Sachen. Ich glaube, das ist hilfreich, auch für so Management-Argumente. Also ich habe das jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade so einen Knowledge Continuity Guide für Projekte geschrieben, übrigens auf der Basis des Expert Debriefing Guides. was machen Vorhaben, wenn Vorhaben auslaufen? Und da habe ich jetzt einfach frech reingeschrieben, Debriefing Podcast, das macht man. So, man kann das einfach mal behaupten. Und dann fangen die ersten Projekte vielleicht einfach damit an. So. Und mal gucken, was da jetzt passiert. Aber das ist so das, was ich da, ne, dann kommen halt so als erste Rückmeldungen. Oder weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Berichte schreiben können wir alle in der GIZ, aber wo fange ich da jetzt an? Das zweite ist irgendwie, da brauche ich irgendwie technische Ausstattung. Und das dritte, naja, das ist ja auch jetzt nur so eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Das hört sich genauso wenig jemand an, wie so unsere Berichte lesen. Das sind immer die drei Argumente, die so ein bisschen kommen, auf die ich mich da schon so ein bisschen vorbereite. Und ich glaube, so die technische Einstiegshürde so gering wie möglich zu machen, finde ich total wichtig. Ich glaube, da hast du auch gerade ein bisschen was von Adi das erzählt, ne? Also wie kann man das tun, dass den Leuten die Angst vor der Technik genommen wird? Und da ist wahrscheinlich so eine zentrale Unterstützung gar nicht schlecht, ne, Christoph, was du da erzählst, weiß ich nicht. Mhm. Genau. Und das zweite halt das ist da schon auch ein Element, ne, zu sagen, ne, das ist so intuitiv, meint man vielleicht, es braucht viel länger, aber
überlegt euch doch mal, ne? Dann habt ihr eine Stunde Interview gemacht, dann ist das Ding fertig. So, dann kümmert sich der Christoph drum und schneidet an. Ich habe jetzt gerade die Stelle gesucht. Hier war das mit dem Smartphone. Das fand ich ja bei dem Blog vom Leonid gut, weil der ist sehr stark, der hat ja bei VW auch versucht, ne, da irgendwie, ich weiß, ich habe den gleichen Kampf damals bei Audi geführt, da war es halt am Anfang so, dass du über die internen Bestellsysteme halt die Headsets, die Audio-Interfaces und so weiter hast du alles nicht gekriegt. Und dann hattest du halt so fiese Hacks, ne, wo dann Leute, keine Ahnung, auf welchen Wegen auch immer sowas bestellen. Ja, und dann kam halt irgendwann mal so ein Versender in das Bestellsystem und jetzt kann ich es irgendwie offiziell bestellen. Ne. Und wenn du das aber nicht hast, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, okay, das Smartphone habe ich in der Tasche. Mit den ein, zwei kleinen Tipps, ne, von der Seite besprechen, 20 Grad, kriege ich da was raus, was taugt. Und wenn jeder sein Smartphone nimmt, kann ich so hinterher zusammenschneiden, dass man einfach schnell loslegen kann. Das halte ich auch für wichtig. Das ist ja schon die erste Hürde. Ich muss überhaupt mit dem Einkauf in Kontakt treten. Da schalten ja die Leute schon ab. Ja. Also. Aber da zum Beispiel ist so als kleine Nebenstory fand ich ganz interessant bei SAP durch die Pandemie und die Einschränkungen, dass alle im Homeoffice sind, haben jetzt auch die immer in Waldorf sonst sitzen und nicht wie ich hier in Hamburg einen ganzen Tag mit Kopfhörern und so mitgekriegt, dass es blöd ist, wenn Audio klingt wie aus einer alten Blechdose. Und wir haben in unserem internen Bestellsystem tatsächlich jetzt auch zwei Podcast-Mikrofone, so Rode N1 oder wie heißt es, und N1 Mini. Und das sind jetzt nicht Top-Mikrofone, aber die sind schon ganz gut. Und die kosten so vor allem nur 79 Euro, ne, glaube ich. Oder eben, die sind sehr günstig und wenn sich das ein paar tausend Leute kaufen, ist das für so ein großes Unternehmen auch kein großes Investment, aber die Audioqualität ist allgemein besser, weil die Leute das dann auch gerne nutzen. Und ja, das hab ich auch. Ja, genau. Und das ist eben was, da kommt dann schon ein bisschen Schwung rein, weil viele jetzt gemerkt haben, oh, gute Audioqualität macht tatsächlich Sinn, gerade wenn ich einen ganzen Tag Kopfhörer auf habe und Leuten virtuell zuhöre, dann sollten die schon auch in einer Videokonferenz ganz gut klingen und im Podcast sowieso. Jetzt haben wir 5 Minuten. Was würdet ihr denn sagen, was braucht man, um so ein internes Podcast-Parallel-Netzwerk zu organisieren? Wir haben jetzt über Service gesprochen, eine Community vielleicht, Einführungsvideos, Leitfäden. Ist irgendwie noch was, wo er sagt, das müsste da noch rein oder es würde helfen? Vielleicht auch Frank, wenn du jetzt am Einstieg bist, ne? So was würde dir helfen, das Thema zu platzieren? Also ich habe daran gedacht, als ihr über die Community gesprochen habt, wir haben jetzt eine Community von 3-4 Leuten und wir glauben daran, dass wenn wir damit rausgehen, also ins Intranet gehen und vielleicht mit dem ersten Podcast auch rausgehen, dass sich dann auch Kolleginnen und Kollegen melden, die Spaß haben mitzumachen, ne? Also dass dadurch dann auch das Netzwerk und die Community wachsen kann. Was ich ungern machen würde, ich würde ungern erst eine Community ins Leben rufen und dann den ersten Podcast erstellen, weil ich glaube, dann habe ich all diese Bedenkenträger, ne, die dann genau mit solchen Argumenten kommen, wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld, es gibt wichtigere Dinge. Das ist genau das, was ich nicht machen möchte, aber das ist meine persönliche Sicht und zum Glück, ich bin ja einer von den Hochmotivierten oder Übermotivierten, die gerne loslegen wollen. Also ich habe es zum Glück auch noch so ein bisschen in der Hand, also dass ich die Kollegen da auch ja beeinflussen kann oder lenken kann, vielleicht mutig zu sein, ne, und wirklich loszulegen. Und ich habe mir fürs Wochenende vorgenommen, die Leitfäden und die Guides zu lesen. Also ich bin jetzt hochmotiviert, nach dem Austausch mit euch auch endlich loszulegen. Ja. Also ich kann ja mal... Katrin, mach was. Ich dachte noch, also so eine zentrale Stelle, also so ein 1, 2, 3 Kümmerer, so wie man in der Community halt auch hat, ne, finde ich schon irgendwie ganz gut, so eine Anlaufstelle, die das vielleicht mit ein bisschen mehr Ressourcen machen, als wirklich nur so komplett nebenbei. Und was wollte ich gerade noch? Also bei uns ist immer die große Frage,
wo finde ich die denn eigentlich? Also, ne, weil, Frank, weil du auch gerade auch sagtest, irgendwie nicht bei Null anfangen, ne? Und weil das ist so bei, also so uns fehlt intern noch die Möglichkeit, das so richtig auch zeigen zu können, ne? Irgendwie, das sind Podcasts, die Leute machen oder so. Also das ist immer, aber dann braucht es irgendwie direkt gleich eine interne Plattform. Wie macht man das? Also darum drehen sich bei uns irgendwie viele Fragen. Und da weiß ich, da habe ich jetzt noch nicht so eine richtige Meinung irgendwie. Man sollte bestimmt nicht als erstes viel in die Plattform investieren, ehe man vielleicht irgendwie das Netzwerk und alles andere hat, aber vielleicht doch irgendwie ein Ort, wo man zumindest mal zeigen kann, das sind Podcasts und dafür können sie sinnvoll sein. Das merke ich gerade bei uns, dass das fehlt so ein bisschen, ne? Weil die liegen dann halt in irgendwelchen Teams-Räumen momentan gerade, ne? Oder auf irgendwelchen SharePoint-Seiten wuseln die da irgendwie rum und manche komplett extern, das ist schon ein bisschen zu wild, so, ne? Und die IT-Abteilung sagt halt einfach, findet man doch über die Suche, muss man ja einfach Audio eingeben, das ist irgendwie auch nicht so die Lösung. Ja. Ja, das wäre so, wie wenn man sagen würde, für Spotify wäre es eine gute Idee, wenn man die Lieder einfach über die Google-Suche irgendwie findet. Ne? Genau, das ist die Antwort, die wir von der IT kriegen. Da könnt ihr doch alles googeln, so, ja, danke. Ja. Und das ist halt, ich glaube, genau das ist, wo man genau das Gegenteil braucht, ne? Also da ist vielleicht Spotify und Netflix und Amazon Music und wie sie heißen, ein ganz gutes Vorbild, ne? Wo man sagt, das ist eher, ich habe jetzt mal ins Pad geschrieben, ein Showroom. Also da werden mir Sachen präsentiert. Im Idealfall natürlich auch personalisiert. Ne? Wenn ich mich für agil interessiere, kriege ich vielleicht den Scrum-Podcast als erstes gezeigt. Wenn ich einen gehört habe, kriege ich vielleicht ähnliche gezeigt. Ne? Mhm. Und das ist halt was, da hilft die Antwort mit Such halt nicht, weil ich gar nicht weiß, was es überhaupt gibt. Ne? Genau, ja. Da bin ich, also ich habe im Moment schon das Gefühl, dass durch Microsoft Stream überhaupt erstmal in Breite die Leute in die Lage versetzt werden, irgendwo Audio und Video in größerer Menge hochzuladen. Und wenn das losläuft, laufe ich genau in das gleiche Problem. Das sind nämlich ganz viele Videos dabei, die gar nicht Podcasts sind. Und da muss ich irgendwo an einer anderen Stelle, sei das jetzt Wiki, wie es der Leonid macht, mit Confluence oder SharePoint oder so, genau diese Spotify-Einstiegsseite bauen, ne? die mir sozusagen dann schön Kacheln zeigt mit einem Bild von einem Podcast, so wie ihr das ja auch habt, Christoph, ne? Diese 25 Podcasts, wenn das mal 250 sind, wird man sich wahrscheinlich auch was anderes überlegen müssen, wie das angeordnet ist, ne? Und wie ich da Zugang habe und Kategorien. Wir sind gerade dabei, ja. Ja, genau. Ja. Aber halt irgendwo anfangen, ne? Noch, ja. Vielleicht einen Punkt noch. Ich glaube, um auch das Netzwerk ein bisschen zu bilden, macht es vielleicht auch Sinn, bei internen Podcasts einfach im Podcast selber für sich Werbung machen, darüber sprechen und die Leute am Anfang oder am Ende oder mittendrin so als Werbeblock, alle, die interessiert sind, aufrufen, kontaktiert uns da und da und wir tauschen uns gerne mit euch aus. Wenn ihr mehr machen wollt, sprecht uns an und wir wollen was aufbauen, weil die Early Adapters, sage ich mal, die den Podcast hören, sind vielleicht auch die mit dem großen Interesse. Ja, super Punkt. Super Tipp, ja. Ja, fällt mir ein, das könnte man dann auch da als Links noch verbraten. Also hier in Deutschland sind relativ viele Leute über den Lautsprecher-Podcast zum Podcasting gekommen. Das ist so, der ist auch gut, vom Tim Pritlove, so ein, da fasst er so seine Kernerkenntnisse zum Podcasting zusammen. Die Kernsachen sind eigentlich schon ziemlich alt. Also sieht man schon, ne, der kam mal 2019 wieder eins raus, aber davor ist 2016 und davor ist alles 2016. Na, aber sowas für intern zu machen und in einem Podcast mal zu beschreiben, wie eigentlich, welche Erfahrungen es intern mit Podcasting gibt, welche Plattformen, wer macht schon was, könnte interessant sein. Ne? Und im Amerikanischen gibt es diesen The Audacity to Podcast, das ist auch was ganz Ähnliches. Ne? Also so ein Podcast über Podcasting quasi. Mhm. Das cool. Ich auf jeden Fall mal mit in das Pad. Mhm. Mit Fokus intern. Das sind nämlich genau die Sachen, wo viele dann drüber stolpern, wenn man ihnen diese externen Materialien gibt. Ne, da steht dann drin, ja, hier klickt ihr einfach einen Account bei Podigy oder installieren dann WordPress Podlove. So, dann sitzt du an einem Arbeitsplatz und sagst so, wie WordPress, wie Podigy mit Kreditkarte klicken. Genau. Nee, cool, dann sind wir am Ende der Session auch angelangt. Ich würde euch auch anbieten, wer Lust hat von euch, Christoph steht unten schon drauf, schreibt da euren Kontakt mit drauf. Ich würde dann gucken, wie gesagt, dass ich entweder im Juli noch oder dann im September mal das alles konsolidiere, was in dem Pad steht
versuche mal so zusammenzuschreiben, was so ein Ansatz sein könnte, so ein PPN aufzusetzen. Und wir werden auch gucken, weil wir diese, ich brauche eine Präsenz, eine Anlaufstelle im Intranet mit Ansprechpartnern, eine Community dazu, Materialien, das braucht man nicht nur beim Podcasting Guide, sondern bei allen anderen auch. Ne, versuchen da so Templates aufzubauen, die man dann so Copy-Paste-mäßig in Intranets kopieren kann. Also wenn ihr da Lust habt, schreibt euch da einfach auf die Liste drauf. Wo mache ich das? Ja. Wo komme ich da hin? Achso, ich hatte vorhin in den Chat den Link gepostet. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Ich poste den einfach nochmal rein. Ja, klasse. Mache ich gerne. Und dann, ja, genau. Kommen auch noch ein, zwei Leute dazu von der GIZ, könnte ich mir vorstellen. Genau. Also sobald ich dann, wenn ich weiß, wann es ist, dann kriegt ihr quasi so eine Terminabstimmung. Dann nehme ich eure E-Mails auch da raus, dass die nicht da stehen bleiben. Ja. Genau. Super. Nee, cool. Großartig. Super. Vielen Dank. Ja. Gerne. Simon, ich bin jetzt leider bei der Abschlusssession nicht dabei, von daher auf diesem Wege. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, total. Ja, ja. War super. Wie immer. Alles klar. Okay, dann vielleicht bis 15 Uhr. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss.